Tag vor der Gemeinderatswahl stellten sich die Mattersburger ÖVP-Männer mit Freibier am Hauptplatz vor. Vizebürgermeister Michael Ulrich sprach von einem guten Gefühl für die Wahl. Wie man sieht, ist die Umfärbeaktion der ÖVP noch nicht ganz abgeschlossen. Ob die Farbänderung von Schwarz-Gelb auf Türkis neuen Schwung und eine andere Politik bringt, wird man sehen. Männer, stellen Sie vor, heißt das, heute auf dem Hauptplatz in Mattersburg. Dann hätte ich ganz einfach gesagt, Männer, stellt euch vor. Richtig, so ist es. Wir haben vor ein paar Wochen eine Veranstaltung gehabt, wo sich die ÖVP-Frauen vorgestellt haben, wie man Sektratscherl im Terroir gemacht. Und dann haben wir gesagt, na, wir Männer stehen doch nicht hinten nach. Heute stellen wir uns vor, ist ein passender Tag. Viele gehen gerade aus dem SVM-Match oder aus dem Basketball-Match von den Rocks. Und wir haben gesagt, heute gibt es Freibier bei uns und jetzt stellen wir uns vor. Ich bin der Vizebürgermeister Michael Ulrich, ich stelle mich der Bürgermeisterwahl morgen in Mattersburg und ich habe ein gutes Team an Männern und Frauen. Ich bin der Feiler Andreas, ich komme aus Walbersdorf, Kandidierflistenplatz Nummer 3. Und ich freue mich, dass ich bei Uli mitarbeiten darf und für Walbersdorf mehr setzen darf, zukünftig im Gemeinderat. Und ja, das sind meine Ambitionen. Hallo, Franz Kläuber, mit der Flistenplatz Nummer 7. Nach längerer Zeit in Wien, wieder in der Heimat Mattersburg, dass sich da was ändert und dass da was weitergeht. Grüß euch, Thomas Haffer, bin auf Listenplatz 6 und ich will mich auch für unsere schöne Gemeinde einsetzen, dass es noch schöner wird und dass wir endlich einmal auch was draus machen wieder. Ja, Hannes Keipel, bin auf Listenplatz 11, bin schon im Gemeinderat drinnen, schon längere Zeit und mal schauen, was wir morgen zusammenbringen. Danke. Viel für morgen? Ja, wir haben ein sehr gutes Gefühl. Die Chance ist groß, dass wir die SPÖ absolut brechen im Mattersburger Gemeinderat morgen. Das ist das ganz große Ziel und dann geht was in Mattersburg und Walbersdorf weiter. Dann sage ich nur, alles Gute. Dankeschön. Ja.